Sie waren ja dann schon mit 8 Jahren in der Schulpflicht. Wie war das für Sie, als Sie in die Schule gekommen sind? Schrecklich, schrecklich. Ich war ja zu alt, um eingeschult zu werden und habe dann ein halbes Jahr war ich in der ersten Klasse, habe dann übersprungen, bin dann in die zweite Klasse, auch nur ein halbes Jahr und anschließend bin ich dann in die dritte Klasse gekommen. Also das heißt, diese Alphabetisierung, die man gerade in der Anfangsphase braucht, die ist bei mir jetzt nicht, ist nicht vollständig erfolgt. Und dann hatte ich dann im dritten Schuljahr einen Lehrer, der mir nicht nur die Rechtschreibung beibringen wollte, das korrekte Schreiben und Lesen, sondern ich bin Linkshänder, bin es heute noch. Er wollte mich auf die rechte Hand umtrainieren. Und das war natürlich eine einzige Katastrophe. Ich meine, also ich bin Pädagoge vom Beruf und weiß, dass völliger Unsinn war, alles zur gleichen Zeit machen zu wollen. Und man hätte sich lieber konzentrieren sollen, auf dass ich eine vernünftige Basis bekomme, Lesen, Schreiben, also das Grundhandwerkszeug. Da erinnere ich mich dran, das war keine schöne Zeit. Und ich bin eine katholische Grundschule gekommen, was viele gar nicht mehr kennen. Und damals gab es auch in einigen Bundesländern gab es diese konfessionellen Schulen nicht, aber in Rheinland-Pfalz gab es noch eine konfessionelle Schule. Ich war dann, weil meine Mutter Katholikin war, bin ich dann in die katholische Grundschule gekommen und es gab noch Prügel. Und die habe ich also selbst erlebt und habe es aber auch gesehen, wie andere Schüler und Schülerinnen geprügelt wurden. Das war also alles andere als schön. Also die Erinnerung an die Grundschule ist jetzt keine gute Erinnerung, muss ich sagen. Der Einstieg ins Schulleben war hart. Also alles, was ich über die Schule erzählen kann, ist nicht sehr berauschend, muss ich sagen. Also das waren Zeiten, ich wurde dann aus der Grundschule, wurde ich dann rausgerissen. Zu der damaligen Zeit wurden Reihenuntersuchungen gemacht, da sind Wagen vorgefahren, Röntgenwagen. Und wurde auf Tuberkulose wurden dann die Schüler untersucht. Angeblich hätte man bei mir einen Lungenfleck gefunden, was sich im Nachhinein als falsch herausgestellt hat. Vermutlich war das Röntgengerät oder irgendwas ist schiefgelaufen. Und dann wurde ich dann in ein Erholungsheim geschickt. Also mitten aus dem Schuljahr dann raus ins Erholungsheim. Und in diesem Erholungsheim war ich auch relativ lange, ein halbes Jahr. Und dort wurde ein Dorfschullehrer beauftragt, dort Unterricht durchzuführen. Und dieser Lehrer, den habe ich, also ist eine einzige Katastrophe, kann ich im Nachhinein sagen, das war, ich würde ohne Wunder sagen, er war bestimmt ein Sadist gewesen. Also hat ständig geprügelt, geschrien und von pädagogischen Unterstützungsmaßnahmen war nicht die Rede, konnte nicht die Rede sein. Und wie ich dann wieder zurückgekommen bin, bin ich dann anschließend in ein Internat geschickt worden nach Bad Honnef. Und das war ein Privileg, muss ich sagen. Also damals konnten sich wenige leisten, also ein Internat zu bezahlen. Mein Vater war reich. Und da bin ich dann, 2 Jahre war ich dann im deutschen Internat gewesen. Und die Zeit war eine schöne Zeit, muss ich sagen. Die empfinde ich, die war nicht schlecht gewesen. Da gab es sowas wie leichte Förderung. Und dann kam mein Vater auf die Idee und sagte, nein, also mein Sohn muss bei mir sein und hat mich dann aus dieser Situation wieder rausgerissen. Und ich bin dann in den Iran und bin dann in die deutsche Schule nach Teheran gekommen. Und die deutsche Schule in Teheran, auch eine einzige Katastrophe. Also ich erinnere mich da ungern dran, zumal es war kein latenter Rassismus, sondern es war ganz offener Rassismus, muss ich sagen. Der Schulleiter hat die iranischen Kinder, die ja auch an der Schule waren, gab ja mehrere, die aus binationalen Ehen kamen, praktisch immer vorführen wollen und ausgespielt gegen deutsche Schüler, die natürlich wissen, was Deutschland ist. Und er war Erdkundelehrer.
Da müssten dann Leute sich vor die Karte stellen und als Beispiel, such mir mal Worpswede. Ein Kind, heute könnte ich Ihnen das sagen, aber Worpswede, was soll ein Kind mit dieser Art, also Hamburg ja, Berlin ja. Und da hat er also tatsächlich auf dem Rücken dieser binationalen Kinder, hat er, denke ich, schon ein ganzes Stück Chauvinismus ausgetragen. Und das habe ich auch so erlebt in der Zeit an der deutschen Schule in Teheran.